Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate. So, ich habe einiges hier gefarmt in diesem Dungeon, im Traum-Dungeon. Es geht ganz gut, ja, kann man schon nicht meckern. Na gut, es geht langsam voran, aber ich habe es zumindest geschafft, ein neues Level zu erreichen. Dadurch habe ich, dauert ein bisschen, rüstig dazu bekommen. Jetzt starte ich mit 28 Leben anstatt mit 25. Das ist gut in Verbindung mit dem, weil dann dauert es ein bisschen länger, bis ich unter 25 fall. Und dann hält der Bonus etwas länger. Leider hat sich in dem Feld hier nichts Entscheidendes geändert. Das wäre mal interessant. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das sich noch verändert. Weil meines Wissens nach ist ja Level 9 das Max-Level bisher. Ändern sich hier diese Werte für die Hauptfarben, die man halt besitzt. In meinem Fall wäre es Blut und Wildnis. Auf 4 vielleicht, wenigstens bei den Uncommons und Commons. Und vielleicht auf 3 bei den Seltenen. Das wäre ganz interessant, weil dann könnte ich mit dem Deck ein bisschen besser planen oder mir eine Überlegung machen, was ich da überhaupt spiele im Endeffekt. Also für die härteren Dungeons. Apropos Dungeon. Apropos Dungeon. Also wir haben hier so viele Möglichkeiten. Das gefällt mir. Also sowas ist schön. Ich kann hier hin. Das ist anscheinend eine Sackgasse. Ich kann hier hin, ich kann hier hin. Aber was wir heute machen, ist in den Dungeon gehen. Da nicht, dahin. Fort Romor. Wir probieren es einfach. Mehr als scheitern können wir nicht. Und als Jhinare haben wir so viele Leben, also können wir ruhig mehrmals versuchen. Die Silhouette einer Burgruine. Vielleicht ist es ein neuer Dungeon zum Farmen. Der Traum-Dungeon war ganz okay. Die Karten, die ich dadurch, also ich habe die Packs immer geöffnet. Waren, ja, ging, aber naja, nicht gerade das Beastie. Ich habe zwar eine legendäre, also durch den Traumwandel, wie die hieß, bekommen, aber irgendwie, ich glaube, das Aktionshaus ist immer noch verbuggt. Ich kann nicht einschätzen, ob die gut ist oder nicht. Von den Kosten her zu teuer eigentlich. So, Fort Romor befindet sich auf einer großen Lichtung, umgeben von dichtem altem Wald. Ja, wir sind mächtiger Shinare-Meister, mit Karach aufs Tor zu stürmen. Du packst deine Waffe fest und brichst aus dem Unterholz hervor. Du stürmst auf das Tor in den schwer beschädigten Hölzern der Barrikade um das Fort zu. Schon rechnest du damit, dass Pfeilsalven auf deinen Kopf schwirren, aber sie bleiben aus. Am Tor erstmal zu Atem kommen. Fort Roma hat schon bessere Zeiten hinter sich. Sowohl das Tor als auch die äußere Barrikade aus Holz sind von den jüngsten Gefechten stark ramponiert. Es ist unnatürlich still. Wir erinnern uns, dieses Fort hatten ja eigentlich die Nekromanten gehalten, aber die wurden von der guten Fraktion hier vertrieben. So, wir öffnen das Tor. Von einigen der Gebäude im Inneren des Forts sind lediglich Ruinen übrig. Der ölige Rauch von den Feuern der letzten Gefechte brennt in deinen Augen. 3 der wichtigsten Bauten stehen jedoch noch. Die Kaserne im Norden des Forts, der Kommandoposten im Nordwesten und die Stallung im Nordosten. Ausgezeichnet. Ich hätte gedacht, wir sind schon zum Tor. Na gut. Ah, jetzt haben wir es. Kaserne, Hauptgebäude. Gehen wir erstmal hier rein. In den Stall. Das steht abseits der anderen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier die Lasttiere untergebracht werden. Gehen wir erstmal in den Stall. Das hört sich am unwichtigsten an. Was? Wo kommt ihr denn plötzlich her? Ich werde zulassen, dass du das älteste Pferd in deinem Besitz auswählst und mit deinem Leben davonkommst. Diese Reittiere sind nur das Eigentum des erhabenen Kaisers. Für den Kaiser! Hinfort mit dir, abscheuliche Kreatur. Deine bloße Existenz ist eine Beleidigung und ich gebe mein Leben 100-fach, bevor ich zulasse, dass du deine stinkenden Klauen an eines meiner edlen Rösser legst. Du brauchst nicht etliche Male zu sterben. Einmal reicht. Oh ja. Hieb des Legionärs. Füge deinen Kriterien höchsten unter allen von dir kontrollierten Einheiten zu. Okay. Ähnlich wie die Kriegerfähigkeit hier in diesem Spiel. Denn diesem sogar im Gegner. Dann fügt diesem Champion 2 Schutzlosmarken hinzu. Okay, das ist mal was Neues. Was ist eine Schutzlosmarke? Wahrscheinlich nichts Gutes. Und dadurch, dass er Krieger
Der wird wahrscheinlich einen Massenkrieger-Deck haben. Ich brauche da auf jeden Fall eine Shinare-Brutmutter. Ah, schönes Feld. Mal was Neues. Oder... Oh, die Hand. Kann ich nicht so gebrauchen. Na gut, damit kann man schon eher arbeiten. Die Todesklingen halten auf jeden Fall die Krieger ein bisschen auf Trab. Ein Attentat. 3 Kreaturen von ihm kann ich töten. Gut, der wurde gleich mal verbessert. Oh, dachte schon, ich habe jetzt mich verklickt. Nee, ins Spiel mit dir. Legionär von Gawain. Sagt mir nix. Wer ist dieser Gawain? Ist das so ein Knilch? Arbeitet er für den Kaiser? Wenn nicht, dann ist das mir egal. Wer nicht für den Kaiser arbeitet, arbeitet gegen mich. Ach, herrlich. 25 Leben ist ordentlich. Und rote Rubinsplitter. Ah, das ist nicht so gut. Das verdient ein Attentat. Oder schauen wir mal, brauche ich ein Attentat? Na, Nori ist zwar auch geil, aber... +2, +0, nee, das verdient... Moment, wir schauen das mal. Vielleicht blockt er einen. Ja, na dann brauche ich kein Attentat. Dann ist es Nori. Nori wird dadurch sogar ein bisschen besser. Oh, gleich mal ein paar Kampfspringer mit zusätzlich aufs Feld nehmen. Das finde ich witzig, dass das triggern kann. Also, es kann triggern... Oh, der hat dieses Deck. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der das Frostring... die Frostring-Reihe gesehen hat. Da habe ich ein ähnliches Deck gespielt. Genau mit dieser Combo. Die da und dann die. Jetzt bloß die Frage, hat er Items? Scheinbar nicht, weil mit Items kann er sehr viele von den Fuchsbegleitern ins Spiel bringen. Und dadurch werden sie sehr stark. Alle. So alleine ist es unwichtig. Was war nochmal lustig? Genau, dass wenn ein Kampfspringer spawnt, diese Fähigkeit nochmal spawnen kann. Und rein theoretisch kann es vorkommen, dass ich unendlich Kampfspringer, 100 Kampfspringer auf einmal bekomme. Wenn das passiert, dann hoffentlich habe ich das hier auf Video. Schnelligkeit, Block. Ist okay, du bist tot. Und das Attentat ist nicht notwendig, muss ich sagen. Aber allerdings kann ich auch bloß mit Nori angreifen. Aber, ja, die besonderen Fähigkeiten kann die KI nicht verrechnen, wie es scheint. Deswegen denkt sie, oh, ich kann ihn blocken, ohne Schaden zu nehmen. Meine Theorie. Zumindest. Na gut, ich könnte einen Kampfspringer opfern, ein bisschen Lebenspunkte dazu gewinnen. Der wird stärker. Mehr brauche ich gerade nicht. Hinweis, ein inspirierendes... Ja, gut, das Inspirierendes kennen wir. Oder haben wir irgendwie schon kennengelernt? Ich weiß nicht, ob ihr es richtig gelesen habt. Hier könnt ihr es nochmal lesen. Immer wenn eine Kreatur die größere Kosten hat, bekommt sie den Effekt von dieser. Sehr beliebte Menschenfähigkeit. Wenn wir also eine Menschenfraktion spielen würden, dann wäre das durchaus dort ein Thema. In dem Fall, vielleicht blockt er wieder. Leider nein. Ich möchte nicht, dass du gestärkt wirst, deswegen Attentat. Ich möchte nicht, dass er seine Kreaturen ausspielt und die werden immer stärker, immer stärker, immer stärker. Ja, das wäre in dem Fall wieder gewesen. Oh. Okay. Nicht so schlimm. Ich habe immer noch sehr starke Kreaturen. Und damit habe ich einen super Lauerer. Du pushst jetzt nochmal Nori, damit hier die Gefahr noch größer für meinen Gegner ist und er nicht mehr mit mir klarkommen wird. Zu groß sind die Kreaturen hier. Und dadurch, dass ich nicht tappen muss, boah, ich darf mich nicht daran gewöhnen, wenn ich mal einen anderen spiele. Der kann schießen und Schaden machen.
Aber das ist sehr angenehm, dass ich keinen hier tappen muss. Ah, wie wär's mit einem Wildnisspieler? Na gut. Dann halt nicht. So, mein Freund. Was nun? Nix. Das ist gar nichts. Nichts Bedrohliches, zumindest. Und nur für den Zug ist auch okay. Ah, da kommt er endlich. Auf den haben wir doch die ganze Zeit gewartet. So, jetzt brauche ich aber dich prinzipiell nicht mehr. Oder? Nee, du könntest nicht mehr den blocken. Spielen wir die. Ah, Grabesmümmler. Der kann sogar größer werden. Da wehrt er sich noch einmal. Tja, keine Chance. Keine Chance hat mein Gegner. Ja, eine Kreatur nach der anderen, aber solange sie nicht den Synergiebonus mit Inspirieren bekommen, kein Problem. Jetzt kommt der Laura, macht dich platt. Schwertausbilderin, weg bist du. Jetzt noch dich raus. Und GG. Meine Pferde, die werden jetzt zu Hasenfutter verarbeitet. Für den Kaiser. So, nachdem der Legionär unschädlich gemacht und die Stallungen gesichert sind, stehen dir die Steitrösser des Forts zur Verfügung. Gegen Durchsuchen? Du entdeckst einen weitläufigen Lagerraum auf der Rückseite der Stallung. Dort findest du die Überbleibsel eines alten Katapults, die sich mit etwas Geschick und einigen Ersatzteilen wieder einsatzbereit machen lassen. Fangen wir an. Erdigen Geruch der Tiere gefüllt. Ah ja, jetzt kann ich hin und her springen. Dann gehen wir erstmal ganz links rüber. Kommandant Havthorn. Ich sehe schon, wir haben hier einen echten Draufgänger. Einfach mitten ins Hauptquartier der Ador-Streitkräfte zu marschieren und tatsächlich zu glauben, hier wieder heil rauszukommen. Fast schon bewundernswert, diese Tollkühnheit. Ja, ich kann die Angst aus deinen Augen ablesen, Mensch. Ich werde deinem Leid ein Ende setzen. Was du siehst, ist keine Furcht, Shinare. Es ist Entschlossenheit. Unter der Führung von seiner Majestät König Gabriel von Carloth und den drei Reichen der freien Völker werden die Armeen der Gerechten dich und deinesgleichen von Angesicht Endraths tilgen. Ah, bla bla bla. Kannst du bitte endlich sterben? Du erhältst Rüstung. Erhalte ein von dir kontrollierten Stärke? Extra. Rüstung, ist es sowas wie bei Hearthstone? Also eine andere Art von Lebenspunkten für den Helden? Da bin ich mal gespannt. Ah, ich darf schon wieder nicht anfangen. Was soll denn das? Das gefällt mir gar nicht. Auch meine Hand gefällt mir. Ach, die Hand wäre. Nein, die Hand wäre nicht mal gut, wenn. Na, ja, das sehe ich schon. Na gut. Na doch. Da kann man vielleicht gute Sachen nachziehen. Fruchtbares Fellknäuel ist immer eine Top-Spitzen-erste Handkarte. Ja, das sieht doch nach was aus. Damit kann man arbeiten. Jawohl. Extra Shinare. Ich liebe diese Hasen. Die sind einfach klasse. Na, vielleicht werde ich mal. So, ach, schade, jetzt schon geploppt. Hättest noch ein wenig Zeit dir geben können. Na gut. So, da es wichtiger ist, den muss ich noch nicht rausbringen. Wichtiger ist, dich sofort rauszubringen, weil dann kannst du gleich loslegen und dich stärker machen. Ah, 0-3 schon mal. Das ist ein schöner Buff für diese Kreatur. Für ein Mana. Um deine Rüstung. Huhuhuhu. Okay. So, jeden Zug scheinbar.
Jetzt ist es natürlich. Tja, interessant, auf jeden Fall. Ich muss mit denen allen angreifen. Und im schlechtesten Fall. Okay, wollte ich sagen, blockt er den da. Aber so ist es okay. Ah ja, so funktioniert die Rüstung. Jeden Zug kriegt er einen Schaden weniger. Das ist interessant, der Mechanismus. Das könnte man gut auch so spielen, als wenn man sehr viel davon haben möchte. So, wie sieht's hier aus? Am besten hier ein Blutsplitter. Da habe ich zwei von beiden, dann kann ich rein theoretisch alles spielen. Erstmal beten, um ein paar Segen reinzupacken. Okay, noch ein Runen. Mhm. Ja, kann man nutzen, prinzipiell. Ja, dann spiele ich auch den Runen. Habe überlegt, wieder den zu spielen und vielleicht ein paar zu opfern, aber prinzipiell kann ich ja jetzt gut mit allen angreifen. Gut, er blockt wieder und schön Damage durchdrücken. Dann kann ich ihn jetzt gleich überrennen. Mhm. Sehr gut, weil dann war ich jetzt zu schnell für meinen Gegner. Der konnte nicht wirklich was ausrichten. Ich habe ihn einfach so gnadenlos überrannt. Oh, gut. So muss es aussehen. Shinara vor der Wind. Einfach überrennen. Oh. Ja, wenn du eine... Uff, was zum... Eine blockende Einheit deiner Weile hält in diesem Zug +8/+8. +1. Ja, das ist eine gute Karte, finde ich. Ich kenne es ja von Magic. Da war Wildwuchs. Ne, oder? Hieß es so? Wild Growth? Ja, glaub schon. +3/+3 bis zum Ende des Zugs. Da war es zwar dann auf blockende Kreaturen beschränkt, aber gibt es, glaube ich, auch in diesem Spiel. So in der Art. Heißt bloß anders. Aber +8/+8 ist eine Anzahl. Gilt halt bloß in der Verteidigung. Aber gut, damit werde ich auch die größte Kreatur vom Gegner meistens los. Was mein Gegner in diesem Fall aber nichts bringt. Ja, das ist doch, als bisher habe ich mir das als viel schwieriger vorgestellt. Selbst die Erfahrungspunkte hier drin sind ja überhaupt nichts wert. Kommandant Hathorn sackt sich in sich zusammen. Für den Moment ist der menschliche Kommandoposten ruhig. Unzählige Pergamente liegen ausgebreitet auf dem Schreibtisch des Kommandanten. Ja, das durchwühlen wir mal. Die meisten Dokumente scheinen Vorbereitungen und Strategien für den jüngsten Vorstoß der Menschen zu beinhalten. Ein Pergament oben auf dem Haufen fällt dir ins Auge. Der frischen Tinte und dem weitgehend unversehrten Papier. Nach zu urteilen muss dieser Brief erst vor sehr kurzer Zeit eher eingetroffen sein. Lesen wir es doch mal. Kommandant Todturn. Ich habe ein dringliches Gesuch um Unterstützung erhalten. Ich war selbst eine Zeit in Fort Caradon stationiert. Da weiß ich um seine bedeutende Lage bei dem Erhalt der Versorgungslinien für die Ader-Streitkräfte auf Unterweltterritorium. Es ist von größter Wichtigkeit, das Fort im Griff der Feinde endgültig zu entreißen. Wenn ich recht informiert bin, wurde das Fort während seiner Besetzung durch die Nekromanten in Fort Romor umbenannt und die Flagge der Nekromanten über den Zinn gehisst. Ein unvergleichlicher Frevel. Eine Schmähung des edlen Königs Caradon des 14., nachdem das Fort ursprünglich benannt war. Das Land südlich des Fort trägt noch immer die Narben der Überfälle dieser diamantäugenden Frevler. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie weitere Vorstöße unternehmen werden. Genau genommen fürchte ich, dass sie es bereits getan haben, wenn ihr dieses Schreiben in Händen haltet. Zufälligerweise waren die anderen Lords des Triumvirats gerade in diesem Augenblick in einer gänzlich anderen Angelegenheit hier auf Frenz Zitadelle. Glücklicherweise erhielt ich just in diesem Moment euer Gesuch, welches ich Lord Adam und Lord Benjamin vorlegte. Sie stimmten zu, dass Fort Caradon unbedingt die Unterstützung erhalten muss, die ihr angefordert hattet. So wie ich dieses Schreiben aufgesetzt habe, werden wir dreieiligst zum Fort reiten. Lord Benjamin wird als Erster eintreffen, denn er führt die Streitmacht an, die das Fort aus der Luft angreifen wird. Lord Alexander wird mit der zweiten Welle eintreffen. Diese besteht vornehmlich aus beweglichen Infanterieeinheiten, die schnell die äußere Verteidigungslinie durchbrechen können, bevor der Feind Gelegenheit hat, sich zu formieren.
Ich selbst werde zuletzt mit der Hauptstreitmacht von Ador angreifen, eintreffen. Lasst Tapferkeit euer Schild sein und Hingabe euer Schwert. Wir sind auf dem Weg. Lord Adam. Das ist nicht gut. Sind die jetzt auf dem Weg oder war das in der Vergangenheit? Weil wenn... Also da habe ich größte Angst vor Lord Benjamin. Schreitkräfte aus dem Himmel? Oh. Fliegende Greifen sind Gift für Hasen auf dem Feld. Und Adler erst. Naja. Aber beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall dieses Haupthaus mal genauer anschauen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.